Hallo liebe Camper und herzlich willkommen vom Campingplatz Kalmar Camping in Südschweden. Der Campingplatz liegt ca. 15 Kilometer nördlich von Kalmar am Festland, direkt gegenüber der bekannten Insel Öland. Ihr folgt der stark bewaldeten Sackgasse, die direkt am Campingplatz endet. Am Stoppschild parkt ihr euer Gefährt und spaziert einige hundert Meter zum Rezeptionsgebäude, wo ihr die Anmeldeformalitäten erledigt. Danach geht's auf Kieswegen weiter zu den Stellplätzen. Auf diesem sehr naturbelassenen Campingplatz erwarten euch ca. 180 Stellplätze. Die kleine Halbinsel ragt in die Ostsee, sodass ihr von fast allen Plätzen aus aufs Meer blicken könnt. Die Parzellen sind relativ eben und haben entweder einen Mischuntergrund oder sind reine Wiesenplätze. Die parzellierten Plätze sind durch große und schattenspendende Bäume vom Nachbarplatz abgegrenzt. Die Stromkästen befinden sich zwischen den Parzellen. Strom wird pauschal abgerechnet, ihr braucht den blauen CE-Stecker. Zentral auf dem Gelände steht das große Unisex-Sanitärgebäude. Das bedeutet, dass sich Männchen und Weibchen quasi die gleiche Schüssel teilen. Hier findet ihr die gut ausgestatteten Toiletten, die kostenpflichtigen Duschen sowie die gepflegten Waschgelegenheiten. Auch Einzelwaschkabinen wurden hier eingerichtet. Direkt neben dem Sanitärgebäude findet ihr die Abwasch- und Kochgelegenheiten. Im Einfahrtsbereich findet ihr die Müllentsorgung sowie eine Wohnmobil-Servicestation. Im Rezeptionsgebäude, in dem sich auch ein Minimarkt befindet, werden auch Kleinigkeiten zum Essen angeboten. Wir haben uns aber an diesem Abend für selbst erwärmte Köttbullar entschieden, das sind die typisch schwedischen Fleischbällchen. Die kleinen Gäste erfreuen sich am großzügigen Kinderspielplatz mit verschiedenen Kletter- und Schaukelgeräten. Neben einer großen Spiel- und Fußballwiese gibt es auch einen Minigolfplatz sowie ein Beachvolleyballfeld. Am gepflegten Sandstrand könnt ihr ausgiebig baden und Sonne tanken oder euch zum Beispiel auch ein Boot ausleihen. Mehrere Feuerstellen laden zu entspannten Grillabenden ein, bei denen ihr die exponierte Lage auf der kleinen Halbinsel genießen könnt.